und dann ein Käse und der Wurst und ein Brot und was ist das hier? Kartoffeln? Kartoschka. So, ein Wein, alles meine. Und hier kann ich mir ein Süppchen kochen. Das bringt aber nichts, ne? Das gibt nur live. Feuertopf 200. Okay, ja doch, mache ich auf jeden Fall. Hier. Wollte schon lange mal einen schönen Eintopf kochen. Ah, ja. Sieht auch gar nicht eklig aus. Nicht schlecht. Das sieht auch überhaupt nicht ekelhaft aus. So. Na gut, dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal zu unseren noch verbliebenen Freunden. Aber hier ist noch der Schweinehof. Und da ist der tote Taylor. Okay, okay, okay. So. Ja, mehr ist hier nicht zu holen. Alles klar. Dann gehen wir mal in die große Halle. Achso, warte mal, haben wir hier schon den hier geholt? Doch, ja, haben wir schon gemacht. Alles klar. Ja, ich hoffe mal, dass wir das alles haben, ne? Was sagst du dazu? Wenn wir ihm hier alles erzählen. Warte mal, Weisheit. Weisheit, Weisheit, Weisheit. Haben wir noch Steintafeln? Nee, das war bei Sonstiges, ne? Steintafeln? Wo sind meine Steintafeln? Oder habe ich gar keine mehr? Ein ganz gewöhnlicher Stein. Wie langweilig. Das ist eine schlechte Idee. Na. Tja, da haben wir wohl keine mehr übrig. Schade. Na gut. Egal. Ich habe alle Magier gefunden. Ich habe alle Magier gefunden. Und? Was ist mit ihnen? Pallas ist tot. Tot? Unser Bruder. Sein Tod soll nicht umsonst gewesen sein. Und das wird er auch nicht. Tja, also erstmal würde ich sagen, die Festung ist sicher. Mendoza hat einen Krieg begonnen, der nicht mehr aufzuhalten ist. Die Echsen in der Festung waren nur der Anfang. Sie werden über die ganze Insel herfallen. Das ist ganz ungünstig, da müssen wir also wieder aufräumen wahrscheinlich. Aber wie können wir denn den Krieg nur gewinnen, hm? Wie können wir den Krieg gewinnen? Gewinnen? Hier gibt es nichts zu gewinnen. Unsere Brüder sind tot. Unsere Aufgabe ist es jetzt, die Flamme zu schützen. Du musst dich um Mendoza kümmern. Was genau meinst du mit kümmern? Meine Hoffnungen ruhen jetzt auf dir. Mendoza muss beenden, was er begonnen hat. Ich will, dass du an seiner Seite bist. Aber folge ihm nicht blind. Benutze deinen Verstand und triff deine Entscheidungen weise. Ja, ich soll ja erstmal die Titanenrüstung finden, oder nicht? Ach so, ich glaube, das hätten wir schon eher mit ihm bequatschen sollen, ne? Was wird es mit der Frostmagie? Aha. Was wird jetzt mit der Frostmagie? Niemand wusste besser über den Kristall Bescheid als Pallas. Ich fürchte, ohne sein Wissen werde ich dir nicht weiterhelfen können. Okay. Dann, übrigens, Mendoza will die Insel vernichten. Er will was? Du hast richtig gehört. Die Insel. Er will sie opfern. Ich verstehe nicht. Das geht mir zu schnell. Erzähl mir alles, was du weißt. Er will die Insel ver... Achtung, gleich kommt es. Nichten. Mendoza will den Feuertitan befreien und kontrollieren. Feuertitan? Ja, er wurde einst von einem Titanenlord dort unten eingesperrt. Seine Anwesenheit verhindert, dass die Insel von dem Sturm da draußen vernichtet wird. Weiß Mendoza das? Ja, aber es ist ihm egal. Er will den Titan kontrollieren und als Waffe verwenden. Dazu ist ihm jedes Opfer recht. Verstehe. Was hast du vor? Ich suche mir ein schönes Plätzchen und dort werde ich dann, schade, gibt's sie gar nicht. Und zwar das. Ich habe mit dem Geist Ursigors gesprochen. Es gibt nur einen Weg, den Inquisitor aufzuhalten. Ich muss Ursigors Rüstung finden und den Titan wieder in sein Gefängnis sperren. Aber ich habe nicht viel Zeit. Wenn der Titan erst einmal frei und im Vollbesitz seiner Kräfte ist, dann wird diese Insel untergehen. Du kannst auf unsere Hilfe zählen. Wo finden wir die Rüstung? Und zwar genau dort. Die einzelnen Rüstungsteile liegen in den Gräbern von Echsenpriestern. Sie werden bewacht. Hier. Ich zeige es dir auf der Karte. Der eine Eingang ist im Banditenlager. Wir werden die Hilfe von Don Esteban brauchen.
Du wirst zu ihm gehen. Überzeuge ihn davon, dass er keine Wahl hat. Doch vorher wird es Zeit, dich in unseren Kreis aufzunehmen. Du hast Großes vollbracht und weißt um die Geheimnisse der Magie. Und das bedeutet? Wir nehmen dich als einen der unseren auf. Wir machen dich zum Meister der Magie. Muss ich dazu irgendwelche Fragen beantworten? Sag mir nur, dass du bereit bist. Dann legen wir los. Ja, cool, wir werden der Meister der Magie. Awesome. Dann kriegen wir vielleicht so eine coole Magierrobe, wie er hier hat. Übrigens, Ich habe die Aufzeichnungen von Meister Pallas gefunden. Was? Ja, das ist gut. Damit kann ich fortsetzen, was Meister Pallas begonnen hat. Ich dachte, ich könnte vielleicht der neue Meister der Frostmagie werden. Wobei, gut, mit Frost kenne ich mich jetzt auch nicht wirklich so gut aus, ne? So, machen wir gleich alles. Erstmal das hier oben. Was ist mit dem Inquisitor? Wir sind die Hüter der Flamme. Wir schützen die Insel. Der Inquisitor ist zur Bedrohung geworden und damit zu unserem Feind. Was ist mit dem Rest der Inquisition? Das muss Carlos entscheiden. Er ist der Ranghöchste. Wir können nur hoffen, dass er nicht vergessen hat, warum er hierher gekommen ist. Rede mit ihm und erkläre ihm alles. Ich hoffe, er wird uns helfen. Okay. Also mit anderen Worten, wir sollen jetzt zum Meister, zum Carlos gehen, dann sollen wir ja zum Banditenlager gehen, mit zum Don Esteban. Okay. Also erstmal. Ich will das vierte Siegel verstehen. Du bist noch nicht bereit. Scheiße. Na gut, dann mach mich halt zum Meister. Bin bereit. Mach mich zum Meister. Dann soll es beginnen. Neue Quest, Meister der Magie. Was ist das jetzt für eine Quest? Warte mal, Vulkanfestung. Bin bereit, mach mich zum Meister. Wieso geht das nicht? Aber ich folge ihm einfach mal. Ganz langsam. Vielleicht kommt es irgendein Aufnahmeritual. Hier stehen schon so viele. Kann natürlich sein. Mal gucken. Die 5 Magier. Na gut, mit mir sind sogar 6. So, nu? Ah. Brüder, wir sind versammelt, um die heilige Flamme zu beschützen. Und mehr denn je ist sie in Gefahr. Aber wir wissen einen Mann an unserer Seite, der für uns kämpfen wird. Ein Mann, der sich durch seine Disziplin und seine Taten einen Platz in unserer Mitte verdient hat. So lassen wir ihn seinen Geist öffnen und die Worte sprechen, auf dass er ein würdiger Meister der Magie wird. Ich frage dich, bist du bereit, als Meister der Magie in unseren Reihen zu dienen? Ich bin bereit. Bist du bereit, die Magie zu ehren und alles zu tun, um die Menschen zu beschützen? Ich bin bereit. Dann sei es so. Im Namen der heiligen Flamme, im Namen der hier Versammelten, nehme ich dich in unserer Mitte auf. Als Meister der Magie steht dir die Robe der Meister zu. Ja, schwere Magierrobe erhalten, cool. Ich danke dir. Möge sie deinen Körper schützen. Awesome, awesome. So, warte mal, ich will mal kurz gucken, wie stark ist die denn? Schwere Magierrobe? 30. Alter. Ja, die ist um einiges stärker, guck mal. Die ist 3-mal stärker. Was? Die ist wirklich, guck mal, die ist echt 3-mal stärker. Krasser Shit, ey. Das finde ich awesome. Jetzt haben wir eine richtig fette Robe. So, leider können wir immer noch das vierte Siegel hier verstehen. Naja, gut. Hey, Cyrus. Willkommen in unseren Reihen, Bruder. Als Meister ist es deine Aufgabe, die Festung tatkräftig zu unterstützen. Da ich keine Runen zu verschenken habe, kannst du damit die nächsten schon mal anzahlen. Hier, nimm dieses Gold. Oh, cool. Du hast Runen? Lass uns handeln. Er hat Runen, ein Amulett des Lebens. Gut, das ist normale. Aha, aha. Warte mal, was haben wir denn für Magie? Wir haben Eile. Haben wir noch nicht, ne? Als Rune. Hätte ich aber schon gern. Ich will die auf jeden Fall alle haben. Also her damit. Das haben wir alles schon. Das haben wir schon. Die Heilung haben wir. Das brauche ich jetzt. Die schwache brauche ich nicht. Ich habe schon die mittlere. Okay. Ja, wunderbar. Dann können wir ihnen nämlich auch die Sprint-Dinger geben. Ich kann mir generell mal die Dinger geben, ne? Warte mal. Lichtzauber weg. Illusion weg. Telekinese weg. Nautilus brauchen wir alles nicht. Wir können das alles selber.
So, weg. Das behalte ich. Skelett beschwören kann weg. Die Heilung kann auch weg. So. Schlösser öffnen kann ich jetzt. Genau. Dann ist auch weg. Und das behalte aber noch. Ja, awesome. Zack. Sehr schön. Okay. Was hast du denn anzubieten, Abrax? Nun, Meister, die Robe ist ja gut und schön. Aber ich denke, ein paar Tränke können auch nicht schaden. Hier, nimm sie. Danke. So, und jetzt geh und tritt den Echsen in den Arsch. Ja, Meister, genau das tue ich. So, warte. Nichts anquatschen. Vitus. Eigentlich dauert die Aufnahme zum Meister viele Stunden. Es gibt eingehende Prüfungen, Demonstrationen der Magie, Abfragen deiner Kenntnisse. Dann ist es ja gut, dass es so schnell ging. Aber es gibt auch ein großes Festmahl mit Truthahn, Kuchen und Wein aus goldenen Bechern. Ich glaube, es ist nicht die Zeit für ein Festmahl. So spricht ein wahrer Meister. Also ich finde schon, dass es Zeit für ein dickes Festmahl wäre. Hey, gib mir Kohle oder Tränke oder irgendwas. Und du? Als Meister wirst du hoffentlich nicht vergessen, ein paar Spruchrollen herzustellen. Gerade in den Ruinen kann es nicht verkehrt sein, einige davon bereitzuhalten. Hier, diese Vorräte wirst du brauchen können. Okay, ja, sehr gut. Hast du noch ein paar... Ich brauche Spruchrollen. Runen am Start. Nee, die haben wir alle schon, ne? Alter, hat der viele. Ich gehe kaputt. Aber ich kann dir mal noch mal einen ganz anderen Scheiß hier geben. Guck mal hier, 8 Schwerter habe ich noch. So, 8 Stöcke von den Novizen habe ich geklaut. Ich meine, geborgt. Eine Axt, das kann auch weg. So, den Kram behalte ich hier mal. Ein paar alte Ringe hier. Akrobatik. Alles, was wir so doppelt und dreifach haben, kann im Grunde genommen weg. So, die haben angelegt hier. Schwertkampf. Brauchen wir auch nicht, ne? Stabkampf. Bogen. Benutzen wir eh alles nicht. Schleichen behalte ich. Nee, schleichen kann ich auch so schon, ne? So, Akrobatik. Warte, einen wollte ich behalten. Behalten wir auch alles. Okay. So. Dankeschön. Danke. Für die Blumen. Habe ich hier schon gelesen? Sonst steht hier nur noch Scheiße. Ja, hab ich schon. Okay. So, jetzt würde ich gerne mal in die Bibliothek gehen. Da war ja dieser Alchemietisch. Oder war der Alchemietisch? Warte mal, ich muss kurz nachdenken. Doch, da müsste ein Alchemietisch gewesen sein. Ich muss dann nämlich mal rein. Ich will gucken wegen diesen Tränken. Wir können ja jetzt neue Tränke herstellen, die uns quasi permanent irgendwelche Stats erhöhen. Dummerweise ist das Ding leider zu. Das heißt, ich muss leider den Umweg nehmen. Naja. Ist ja nicht so schlimm. Lalala. Ist ja keine Gefahr mehr hier. Können wir mal speichern zwischendurch. So. Dann drücken wir auf die 0. Und dann gehen wir hier unten rein. Aua. So. Ist hier ein... War hier nicht so ein Alchemie-Ding? Och, genau. So, warte. Schau doch mal. Aha, einen EP-Trank können wir machen. Wir können unser maximales Mana erhöhen. Was brauchen wir denn hier? Fläschchen, Wasser. Wir haben eigentlich alles da. Reiselust haben wir gar nicht mehr so viele, okay. Heldenkrone. Wir haben keine Heldenkrone, ne? Scheiße. Aber hier brauchen wir keine Heldenkrone. Das heißt, die können wir auf jeden Fall machen. EP-Tränke sind immer gut. Guck mal, so geht das. So. Dann ein bisschen schütteln. Ich kann es kaum sehen. So, jetzt. Und da dran halten. Schütteln. So. Sieht gut aus. Genau. So, und dann machen wir uns hier. Ja, Stärke brauchen wir nicht. Geschicklichkeit. Ich mache mir einfach hier maximales Mana plus 5. Das ist bestimmt eine gute Idee. Ah, ja. Genau. Ein bisschen schütteln und. Gute Arbeit. Genau, gute Arbeit. Okay, dann würde ich sagen, wir trinken den Kram mal. 1, 2, 3. So, dann EP. Oh, 100 EP. Das ist aber nicht viel. Ich dachte, es wäre mehr. Na gut, egal. Boah, können wir uns die hier wieder reinpacken? Haben wir wieder einige davon? Sehr gut. Hier würde ich erstmal die größeren nehmen. So, Hebel. Ja, da würde ich jetzt hier auch mal wieder aufmachen. Zack. Sehr schön. Da kommt wieder ein bisschen frische Luft hier rein in die alte Bude. So, dann... ach so, ich wollte noch Feuerball lernen, ne? Wollte noch mal einen Feuerball. Kann ich ihn denn pimpen?
25 Lernpunkte, ja. Das mache ich jetzt auf jeden Fall. Ich brauche einen viel, viel stärkeren Feuerball. Gegen die stärkeren Gegner und gegen den Titan weiß ich noch nicht. Wenn wir dann gegen den kämpfen müssen oder gegen Mendoza. Ich weiß nicht, was ist genau hier. Ich schätze mal, dass beides zusammen der Endgegner ist. Mendoza und der Titan. Vielleicht aber auch nur Mendoza. Na, mal sehen. Und zwar... Unterrichte mich in der Magie. Feuerball auf 7. Frostkristall. Nee, ich mach Feuerball. Lehre mich dein Wissen über den Feuerball. Du hast viel gelernt. Nutze dein Wissen, um den Feuerball noch schneller auf deine Feinde zu schleudern. Nutze deine Konzentration, um deine Feinde im Feuer zu verbrennen. So. Nochmal Schaden erhöhen um 80%. Pam. Lehre mich dein Wissen über den Feuerball. Du besitzt das größte Wissen um den Feuerball. Die letzten Geheimnisse, die du noch lernen kannst, werden das Feuer noch tödlicher machen. Genau. 90%. Ich glaube, das ist dann Maximum, ne? Oder waren es 10 Punkte? 10 Punkte, also quasi auf 100%. Na gut, da fehlt noch ein bisschen was. Jetzt haben wir aber nochmal quasi um 20% mehr Schaden drauf gepusht. Das ist schon mal gut. Vielleicht kriegen wir nochmal einen weiteren, nochmal ein weiteres Level ab jetzt gleich. Dann können wir nochmal 10% draufkloppen. Und dann wird auch alles wieder ein bisschen angenehmer. So, jetzt würde ich gerne einmal kurz pennen gehen. Weil wir ja hier schwer Nacht haben und ich bin geizig mit dem Mana-Tränken. Deswegen hier einfach mal, ein Meister darf überall schlafen. Bis zum nächsten Morgen. So, wunderbar. Speichern. Und dann können wir uns eigentlich porten. Ich würde mal ganz kurz hier den Kollegen abfragen, wieso die Ausbildung läuft. Gibt's denn was Neues, William? Hey, du bist ein Meister der Magie. Und es ist gar nicht lange her, dass wir beide trainiert haben. Ja, ich bin halt besser als du. So, was mit ihm hier? Dann zeig mal, was du hast. Hat er gar nichts, oder? Nee, hat er nicht. So, weg. Tschüss. Gut, ja, ich weiß nicht, ne? Ich glaube, das Beste wäre, den zu looten. Und dann erstmal in die Hafenstadt. Komm, wir gehen mal in die Hafenstadt. Da-da-da-da-dam, Hafenstadt. Geronimo! Ja! So. Ah. Schön, als freier Magier zurückzukommen. Hallo, Wache. Bis später. Wie, bis später? Du machst das schon. Na gut, ich mach das schon. Vorsichtig. Ich hab zwar einen Helm auf, aber man muss das ja nicht übertreiben. Carlos, wir müssen uns mal... Oh, der hat sich immer noch nicht gewaschen. Ekelhaft. Widerlich sowas. Aber nichtsdestotrotz... Du warst doch mit Mendoza zusammen im Vulkan. Wieso bist du allein? Was ist mit Mendoza? Ich hab ihn gegessen. Mendoza ist noch unten im großen Tempel. Was habt ihr dort gefunden? Einen Titan des Feuers. Was? Erzähl mir alles! Also ich war mit Mendoza... Ach komm, egal. Komm, okay, wir erzählen ihm einfach alles. So. Gut, also dann. Aber hör genau zu. Ja, ja, leg los! Also, nachdem das goldene Tor offen war, sind wir runter in die Finsternis. Da war noch alles in Ordnung. Aber dann... Aha, so, so. Wie also weiter? Habe ich die Viecher umgebracht. So, so, verstehe. Und ich natürlich den Hebel umgelegt. Tiefer hinab. Also musste ich levitieren. Letztendlich habe ich dann die Schädel auf die Altare gelegt und das Tor geöffnet. Wirklich? So, so. Dann ist er durchgedreht. Er meinte also... Was? Die ganze Insel wird zerstört? Ja, ja, und ich sag zu ihm, hey, das kannst du nicht machen, aber er schmeißt mich raus und die Tür ist zu. Hm, danke, dass du es mir erzählt hast. Alter, die haben doch alle gekifft hier. Das gibt's doch nicht. Was war das gerade für eine Unterhaltung? Unfassbar. So, Frage. Wie stehst du jetzt zu Mendoza? Mendoza und ich haben viele Schlachten geschlagen und ich war stets ein treuer Gefolgsmann. Doch seit er dieses Okular hat, hat er sich verändert. Er grübelt und viele seiner Befehle geben keinen Sinn. So weit wie im Tempel ist er aber noch nie gegangen. Der Mendoza, dem ich Gefolgschaft schwor, hätte anders gehandelt. Dann musst du handeln und mir helfen. Du musst handeln. Ich vertraue dir. Du hast dich den Magiern angeschlossen und damit zum Wohle der Insel gehandelt. Ich bin von deiner Aufrichtigkeit überzeugt und werde dich unterstützen, wo ich kann. Okay, ich hätte gern das Schloss hier. Wie kannst du mir helfen?
Ich werde dir ein paar Spruchrollen geben, die dich bei deinem Kampf unterstützen. Ich bin ein Magier, ich kann selber zaubern. Das ist keine wirklich gute Unterstützung. Wie wär's mit einer Armee von Ordenskriegern oder sowas? Na gut. Hui. Zack. Aua. Okay, das war nicht besonders toll jetzt gerade hier, aber naja. Die Unterhaltung war natürlich super. Super Gespräch. So rede ich auch mit meinen Freunden. Ja, da und so. Und der so, ja, so. Ah, okay, Ja, und dann habe ich hier Akrobatik und dies und jenes. Ach, wirklich, ja. Genau, Toll. So, ich würde mal kurz gerne in den Puff gehen. In das Unterhaltungsgewerbe. Ne, Lilly? Ja? Wie ja? Ich weiß. Ah, na gut. Sie weiß es schon, dass ich Magier bin. Erzählen wir ihr halt auch nichts Neues. So, was ist bei dir? Du machst das schon. Ich glaube, ich klaue jetzt einfach die Halskette, oder? Guck grad nicht, ne? Warte mal. Ein Magier, aber ich habe auch Bedürfnisse. Du Dieb, ich bring dir Manieren bei. Hihihi. Wie? Sie kommt? Halt, nicht so schnell. Okay, ich warte. So. Haut ihr mich jetzt mit ihren Händen? Aua. Das war mein Gesicht. Bleib stehen. Mal. Das soll ein Kampf sein? Das soll ein Kampf sein? Komm hier. Ja. Nee, aber die wollte ich ja eigentlich gar nicht umhauen. Machen wir mal kurz, warte mal, neu laden. So. Wie hatten die das gesehen? Aus dem Augenwinkel? Ist die vielleicht eine Chinese? Oh, das war rassistisch. Oh, war das rassistisch. Okay. Da gehen wir noch kurz zur Patty in die Kneipe, würde ich sagen. Risen.